Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Path of Exile Breach Liga. Ja, jetzt mit einem Fraps-Part, also einfach Aufnahmepart, nicht Livestream, weil ich recht viele Probleme habe mit OpenBroadcaster Software, mit Path of Exile, also es geht nicht so gut und deshalb muss ich das jetzt so aufnehmen und auf jederzeit natürlich wieder Bescheid sagen, wenn ihr mal wieder ein Livestream wollt, aber eben, ich kann das gar nicht einsetzen, stimmt. Müssen wir irgendwas anders nehmen, hä? Wir hatten doch irgendwo eine Keule. Das größte Problem ist einfach, ich bin auch am Abend zu müde, also kommen wahrscheinlich nicht mehr so viele Livestream-Part, außer die 2 Stunden Minecraft. Aber mehr geht jetzt gerade momentan nicht, leider. Tja, dann müssen wir halt einfach ein bisschen warten wieder, bis ich fitter bin, hä? Weil ich mache extensiver Sport und das ist Wahnsinn. Weil ich werde langsam gezwungen. Ich habe einfach nicht genügend, ja, Zeit, um alles gemeinsam zu machen. Okay, das muss noch ein bisschen stärker werden, aber läuft schon gut. So. Wir brauchen jetzt mal eine bessere Waffe, die auch Magic Damage macht oder so. Sonst müssen wir wirklich noch auf eine Wand gehen und dort einfach angreifen. Aber im Scorching Ray ist wahrscheinlich auch mit deiner Wand nicht so gut. Jetzt kommt der wieder. Ja, irgendwann bist du schon tot. Auch wenn wir wenig Schaden machen. Stirb einfach. Nein, ich darf Feuer machen, bitte. Und lass meinen Wolf in Ruhe. So, ein Elegant Sword. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich den Earthquake einsetzen soll. Also, pff. Bis es relativ gut geht mit dem Scorching Ray, oder? Das Problem ist, ich habe auch ein bisschen wenig Unterstützung momentan auch von Fans und so weiter. Das betrifft jetzt nicht euch unbedingt, aber gemeinsam sind wir doch ein bisschen besser, oder? Können wir doch viel mehr erreichen als irgendwie immer Konkurrenz, oder? Ja, dann hat wieder einer ein bisschen einen schlechten Tag, dann disliked er wieder, oder hat einfach manche Probleme. Und das tut mich immer wieder hart treffen, oder? Das ist das größte Problem. Und der Server, der braucht immer mehr Zeit, weil meine Kollegen immer weniger Zeit haben. Und dann habe ich natürlich auch weniger Zeit zum Livestream. Das geht nicht anders, oder? Und Livestreams werden einfach nach der Aufnahme weniger geschaut, weil alle denken, ja, das ist ein Livestream gewesen, den muss ich nicht schauen. Und da ein paar mehr würden denken, dass das auch jetzt ein Video ist und alles mögliche, dann würde ich mehr Abrufe haben. Aber ja, wie ihr seht, geht es mir halt recht schlecht momentan. Das ging schnell. Wieso war der plötzlich sofort tot? Noch auf ihn eingehämmert. Also eine Spiraled Wand haben wir da. Und dann können wir Earthquake nicht einsetzen, hä? Naja. Müssen wir mal testen, hä? Oh, schön, du levelst mal ein bisschen schneller als die anderen. Wie so oft kommst du jetzt. Also. Ja. Genau das, was ich befürchtet habe. Wenig Damage.
Aber wenn ich jetzt das mal austeste, dann haben wir den nicht. Ankerstenprotektor brauchen wir auch nicht. Dann testen wir das mal aus und ja, sonst müssen wir halt irgendwas anderes machen. Aber das Korchen-Ding alleine sollte doch genug stark sein. Ja, schaut mal, wie schwach das ist. Ja, das wird nichts. Nur so, bitte. Tja. Das Koching Ray ist einfach zu schwach, wenn ihr so wenig. Wir müssen noch ein bisschen warten. Wir tun den wieder rein. Und warten noch ein bisschen. Hä? Dann machen wir den Uncrystal Protector rein. Ich brauche den unbedingt mit der RBM. Das ist schon wichtig. Ja. So, am Morgen bin ich immer genug fit, also da kann ich schön aufnehmen. Aber ihr könnt natürlich keine Livestreams schauen. Außer ihr seid morgen aktiv oder habt keine Schule und alles Mögliche. Das ist natürlich nicht so gut für mich. Ich bin halt natürlich einfach ein Sportler und das tut mich als Let's Play und Livestreamer halt sehr schwer rauf tun auf meine Beliebtheit und so weiter, oder? Aber hey, ich habe schon viel erreicht, also aufhören will ich so sicher nicht. Ich werde auch öfters wieder Livestream machen, wenn es mir besser geht. Aber momentan geht es halt einfach nur schwach und schlecht. Ja. Also komplett falsch. Darüber. Ah ja, da ist es. Ich dachte, ich habe mich nicht gesehen. Ah, hallo. Süßer. Endlich mal ein bisschen Tank hier für den. Gibt ja langsam Zeit, dass ich ein bisschen Tank hier bin. Mit deinem Charakter. So, ein Hybrid-Flask brauchen wir nicht unbedingt, aber nehmen wir mal mit. Ja, ich wurde auch sehr beliebt durch Puff of Exer Parts, das kann. Also das ist natürlich klar. Aber ja, es ist noch eine bescheidene, ja, Beliebtheit. Sehr bescheiden, also so richtig harte Freunde habe ich leider immer noch nicht so richtig. Dabei wäre es so einfach, also ich würde jedem kleinen YouTuber mitmachen, wenn ich sehen würde, dass er Erfolg hat oder so, dass er einfach nicht gleich anfängt, Werbung zu machen. Wie geht nicht mehr. Und ich bin eben so, dass ich keine Werbung mache. Und auch nie mehr mache. Also seid ihr verantwortlich für meine Beliebtheit, oder? Sozusagen. Aber hey, es geht mir schon viel, viel besser. Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich nicht zu viel ja, Schwächen bekomme durch den Sport. Also, dass ich einfach zu müde bin für aufzunehmen oder so. Das kann wirklich passieren, weil ich muss immer schneller trainieren. Ich werde ja auch immer fitter, muss immer mehr trainieren. Und das wirkt so extrem auf die, ja, vor allem auf die Konzentration, auf die Müdigkeit, alles wirkt sich das aus. Weil wenn du den ganzen Tag schon Sport gemacht hast, wirst du am Abend eigentlich gar nicht mehr livestreamen. Das geht nicht mehr. Dann tue ich immer am Morgen aufnehmen. Das ist eine einzige Möglichkeit ist, euch etwas zu bieten zu können, das ja die Qualität halt auch ein bisschen euch entspricht, oder? Denn mit eurer Hilfe kann ich ja noch besser werden. Ja, und momentan ist Winter, das macht natürlich meine Müdigkeit noch mehr, weil ich muss immerhin alles aushalten, oder?
Da will ich schon gerne rausgehen in die Eiskälte, minus 3 bis minus 8 Grad und dann Sport machen. Will fast niemand. Das ist klar. Ja. So haben wir hier ein Bild, der halt ein bisschen langsam ist, aber dafür recht interessant ist, vor allem später dann. Einfach Geduld haben, gell? Dürft alles schauen, aber wenn es euch halt langweilig ist, dann überspringt es einfach ein bisschen, wartet, bis ich besser bin und dann könnt ihr natürlich auch besser schauen. Aber wenn ihr Zeit habt, schaut doch bitte zu, gell? Eben genau, das ist es ja. Die Leute meinen immer, ja, ich werde noch ja, bessere Parts machen, sondern schauen sie Parts nicht, die ein bisschen langweilig sind. Es ist also, würde ich extremst langweilig für alles sein, wenn ich nichts mache. Also ich bin halt ein Gameplayer und dann kommen halt auch langweilige Parts, oder? Ja, ich bin mal keiner, der alles schneidet, was langweilig ist, aber die Leute sind viel zu verwöhnt. Also was jetzt gerade mit PewDiePie abgeht, das geht unter je, also unter keine Hut, Kuhhaut geht das. Also sowas von. Also der macht wirklich alles nur noch für Werbung. Der ist 100% Werbung, der PewDiePie. Er ist eine Katastrophe und dann sagt er, ja, wir müssen weniger Werbung machen, mehr auf irgendwas konzentrieren, sonst laufen uns die Fans davon. Aber die Leute sind noch dumm genug, um ihn zu schauen, oder? Sollte auf einmal alle gescheit genug sein und ihn aufhören zu schauen. Weil er macht das, er zwingt ja eigentlich die Zuschauer, also uns, dazu, ihn nicht mehr zu schauen. Und ich schaue ihn überhaupt nicht. Ich habe noch kein Video, glaube ich, von ihm gesehen. Noch kein Video, könnt ihr das vorstellen? Weil ich einfach keine Zeit habe, weil ich ihn sowieso nicht sympathisch finde. Seine Witze recht schwarz, ja, nicht so schwarz wie meine, aber anders sind, oder? Also so anders, dass es für mich gar nichts ist, obwohl ich ähnlich bin wie er. Ich bin recht ähnlich, aber ja, meine Witze sind wenigstens nicht so, dass sie extreme Klippen für, ja, meine sind eher lustig. Ich bin halt einer, der eher lustig schwarze Witze macht. Ich bin böse schwarze Witze. Und der ist eher so ein bisschen, ah, ja, das Game, let's play ich mal und mache es so fest runter, dass es nicht mehr geht. Ich habe Kritik. Aber bei mir ist es immer sachliche Kritik. Das, was halt im Game fehlt, das wird auch kritisiert. Und ja, auf Chrome geht momentan gar nichts. Ich kann mit Chrome überhaupt nicht die Website betreten. Nichts, es ladet einfach unendlich. Und das ist natürlich nicht so gut. Also, ich kann meine Builds nicht mehr nachschauen, also Builds von anderen, aber für mich, für mein Let's Play. Aber wenigstens habe ich noch Microsoft Edge. Da geht's gut, das ladet sehr schnell und so weiter. Ist da nicht vollgemüllt mit Add-ons und ja, Sachen, Apps. So, wir müssen unbedingt jetzt Magic Schaden bekommen, indem wir da oben Feuer Damage nehmen, dann ist wahrscheinlich auch das Caution Ray ein bisschen stärker. Die machen überhaupt keinen Schaden mehr, wir sind so tanky. Das ist Wahnsinn. Wie cool das ist. Ja, und dann bekommen wir noch den Damage Golem über, ja. Ein Fire Golem. Und dann machen wir auch noch ein bisschen mehr Schaden. Also es geht schnell vorwärts, hoffentlich. Und ich werde wirklich schauen, dass ich mehrere Parts pro Tag ja, zeigen kann. Aber es wird wahrscheinlich nicht so möglich sein, weil ich noch Dungeon Siege hochladen muss. Und Diablo 3 und Planet Centauri. Ja, da ich aber eben auch nur einen Livestream mache am Abend, weil ich ja zu müde bin dann, wird es so, dass ich eben auch mehr Zeit habe zum Hochladen wieder.
Aber momentan geht's einfach nicht gut. Besser so. Dankeschön fürs schnelle Stimmen. Das wäre doch etwas für mich. Ein Frickmaul. Für Earthquake momentan. Also, dann probieren wir das mal. Einfach mal identifizieren. Ja, Attack Speed ist gut. So, jetzt gehen wir mal kurz zurück. Also schauen wir mal. Oh, das sieht cool aus. Ne? Ich sehe so cool aus. Und der Wolf, ja, er ist so beliebt, der Wolf. Aber man sieht ihn fast nie, also setzen viel zu wenige ein. Haben es wahrscheinlich gekauft, aber setzen es nicht ein. Und ich werde jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit wahrscheinlich in die Städte bringen. Ja. So. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ja, hier haben wir die 3 bis 5. Und hier haben wir 5 bis 13 Life Regeneration. Nehmen wir den. Ah ja, Increased Armor ist es noch gut. So. Dann haben wir. Ah ja, den Brumble Check. Ach komm, den sparen wir auf. Bitte nicht verkaufen. Und den hier muss ich auch aufsparen. Hä? So. Ah ja, der Gem noch. Und hier den hier. So. Essenz. Ah, noch ein. Oh. So, weiter geht's. Sonst haben wir nichts, gell? Wir haben ja die Quest schon abgegeben. Im Livestream. Der ist ganz nackig. Und ich bin so voll gepanzert. Mit irgendwie Gummianzug oder so etwas. Ja, ja. Nehmen wir noch einen Mana Flask mit. Ja, das geht gut. Ja. Einfach mal Damage machen. Ah, da ist einer. Oh, der hat Eis. Der macht Damage. Noch einer. Jetzt müssen wir schauen, dort oben war irgendwas. Ja. Noch ein bisschen. Komm, schneller. Ja. Sehr gut, jetzt haben wir wieder einen tollen gemacht, hä? Boah, ist das genial. Noch ein Breachring. Oh, das war knapp, hä? Ach, genialst. Der Breachring. Oh, der hat Damage und Magic Resistance. Ja, wir haben jetzt einfach nicht genau den richtigen Ring, weil wir Magic Find machen. Aber der Ring ist gut. Vielleicht für meine zweite, für meine Eye Shot Range. Ja, der ist zu schwach. Okay. Die Wand nehmen wir mit. Bit of Tool. So. Splinter of Tool. Ja, jetzt sind wir schon wieder voll, hä? Ja, die kleinen Items sind eigentlich immer die low-leveligen, ja, nicht so guten Qualitäten. Items, dann nehme ich eigentlich immer die größeren eher. Aber ein Schwert kann ich nicht gebrauchen, weil ich ja Earthquake einsetzen werde. Werden zu. Tuten zu. Aha, danke, dass du mich angreifst. Weil da ein Gitter davor ist. Ich kann einfach auf den Boden. Ach, ich mag Earthquake. Ja, das ist schon cool, ja. So, jetzt haben wir 20 Minuten. Gut, muss ich schon ein bisschen merken, weil ich sehr abgelenkt bin. Wieso habe ich jetzt hier... Habe ich jetzt den draußen?
Der war hier drin, aha. Und Claire, die brauche ich sowieso jetzt gerade nicht, aber ich habe einfach vergessen, das noch mitzunehmen. So haben wir hier doch noch einen. Stimmt. Können noch ein bisschen mehr Damage machen. Boom. Jetzt geht's ab. Okay. Durch die wechselnden Items habe ich ein paar Sachen verloren. Deshalb machte ich nicht mehr so viel Schaden. Also ja, ich mache schon mehr Schaden, natürlich. Aber ich hätte noch mehr Schaden können machen, wenn ich die Halt of Ash natürlich an hätte. So. Wahrscheinlich werde ich noch nebenbei eine Frostzauberin machen. Also Witch. Ah, da muss ich gucken. Gell. Okay. Dann mache ich wirklich Arctic Breath oder so etwas. So, jetzt sind wir oben angekommen. Jetzt können wir eigentlich ohne Probleme die töten. Wir sind so stark. You've done your ancestors proud, come. Now, here's your warrior's death. Ja, hallo. Du bist trotzdem... Okay. Und sonst noch? Hast du noch Wünsche? Außer ein bisschen Erdbeben abbekommen. Bist du noch... Ah, du bist ein bisschen Spam. Okay, das ist dein Wunsch. Ja, ja. Jetzt habe ich die... das steht nicht mehr, aber Eis ist sowieso kein Problem für mich. Ich habe genug Resistenzen. Sehr schön. Ey, ich bin zu stark geworden. Mega. Dominus Love. Dominus Love. Dominus Love, genau. Stay out of the shadows. So, jetzt muss ich mal verkaufen, weil drüben bekomme ich ja das Buch. Dann habe ich keinen Platz. Oh, das ist Schrott. Das macht viel Damage. Ah, ist auch Rarity und Lifegen und hey. 10 Punkte bis. Ja, brauche ich überhaupt nicht. Schade, aber. Naja. Tja, ist ja nix. Ist ja gar nichts dabei gewesen. So, haben wir die auch wieder besiegt. Die besiege ich langsam immer wieder öfters, weil ich einfach sie mag. Ich mag den Dungeon. Ich mag alles. So, jetzt haben wir mal wieder Damage. Jetzt machen wir noch ein bisschen mehr Damage. Und gehen, wie gesagt, in den nächsten Akt. Ah, der ist auch schwach. Watch yourself. Be careful. Aber ja. Wir werden immer weniger Items finden, die für uns sind. Weil wir immer mehr haben, die immer besser sind und die wir finden, dann immer schlechter sind, sondern wenn wir immer weniger finden. Aber ja, jetzt will ich sowieso auch einmal ein bisschen vorwärts machen. Die Breach-Liga wird auch wieder bald enden. Und ich bin wieder so langsam. Ja. Also ich werde wirklich mich wahrscheinlich sogar auf Pufferfechse konzentrieren müssen. Aber sagt mir mal, welche Games ihr anders noch bei mir schaut. Also schaut ihr noch zum Beispiel Champions of Regnum? Oder schaut ihr... Ja... Minecraft, wild. Das wäre schon cool zu wissen, damit ich einfach ein bisschen ein konzentrierteres Publikum auch sehe. Also, ich muss mich ja anpassen an euch, oder? Dann, ich werde mich auch verbessern, aber das größte Problem ist eben, ich mache Sport, ich bin müde am Abend und ich kann nicht so viel bringen. Also da möchte ich einfach viel konzentrierter sein. Aber eben, ich möchte die Leute, die nicht dafür ja, zufrieden sind, nicht verlieren, oder?
Ich will nicht immer an einem Ort bleiben, weil so viele mich verlassen. Das ist das größte Problem. Die Leute merken gar nicht, wie viel Schaden sie anrichten, wenn sie sich immer wieder umentscheiden. Ja, dann abonniere ich den wieder und dann dies, der abonniere ich den und dann, ja, fangen sie an zu disliken und das sind wütend. Also YouTube ist wirklich eine Bitch. Eine richtige Bitch-Plattform sozusagen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nein, er gewählt mich wieder nicht. Jetzt muss ich ihn disliken. Ich schaue die Videos trotzdem noch, aber dislike mal richtig viel. Und so weiter. Das ist richtig nervig. Aber die YouTuber sagen es halt noch nicht. Ich sage es, wenn es mich nervt, oder? Oh, Emperor's Luck. Ja, dann halt so und so. Boah, das macht Blitzschaden, das ist Wahnsinn. Dankeschön. Haben wir jetzt wirklich nichts mehr? Nein. Ja, das sind wieder solche, die keine Games haben. Ist ein bisschen nervig, aber. Tja. Ash, okay. Ich glaube, die haben wir schon mal gehabt, aber. Die blauen, okay. Ja, die haben wir schon gehabt. Ja, ohne Zwort, blauen, ja. Identifizieren kostet ja nichts. Hm. Ja. Ist halt echt schwach. Oh ja, Spells, Cold Damage to Spells. Weil das brauche ich für die Dame. Die Witch. Ja, dann nutze ich den. Hä? Also ich werde jetzt mal einfach einbringen, einen Part und werde mehr nicht aufnehmen. Und dann werde ich mal schauen. Liked das Video. Schreibt Kommentare, damit ich auch mehr bringen kann, dass ich sehe. Ja, es lohnt sich wirklich. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ihr Lust habt, gell? Tschüss.